Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal um solche DCF-Antennenmodule, wie ich sie hier schon mal auf dem Steckbrett aufgebaut habe. Ich will die einfach mal ein bisschen vergleichen. Es gibt dazu immer wieder Fragen, beziehungsweise ja, haben diese Module auch teilweise unterschiedliche Eigenschaften. Und da will ich einfach mal darauf hinweisen, beziehungsweise einfach mal da kurz das durchgehen. Ich habe also hier fünf Module gekauft, und zwar von ELV, das ist hier dieses linke Modul, dann von Reichelt, das zweite, das dritte ist hier von Konrad, das vierte ist von HKW Elektronik und das fünfte ist von Pollin. Und dazu habe ich mal hier so eine Tabelle gemacht, was sie eigentlich unterscheidet, so generell. Ich gehe da einfach mal kurz drauf ein. Also fange ich mal an mit dem ELV-Modul. Das kostet hier in dem Fall knapp 10 Euro. Hat hier eine Fläche von 504 Quadratmillimetern. Bei der Antenne ist es so, dort ist gleich der Kondensator mit bei, der diesen Schwingkreis abstimmt. Die Versorgungsspannung ist ganz wichtig, die liegt hier bei 1,5 bis 15 Volt. Der Ausgang ist ein Open-Collector-Ausgang hier. Und einen zweiten Ausgang oder Eingang gibt es nicht. Das Datenblatt, was man so bekommt dazu, ist eigentlich sehr gut. Auch die Einschwingzeit, also wie schnell es dauert, bis er wirklich einen Puls bekommt vom Signal, ist sehr kurz. Und das Gute an der ganzen Geschichte, ich habe es hier nochmal notiert, dass dieses Modul bis 15 Volt geht. Das zweite Modul, es ist das von Reichelt, also auch hier das zweite von links auf dem Steckbrett. Das ist etwas kleiner, also mit 400 Quadratmillimetern Fläche kostet knapp 14 Euro, ist also etwas teurer. Und die Besonderheit, auch im Gegensatz zu allen anderen Modulen, ist, dass dieses Modul, also der Ferritstab, hat hier keinen Ableichtkondensator. Der ist hier auf der Platine aufgelötet. Die Versorgungsspannung beträgt maximal 5 Volt. Man hat gleich einen Logikausgang, also 0 oder 5 Volt. Es gibt noch einen zweiten Eingang in dem Fall, also einen weiteren Pin. Der ist allerdings auf der Leiterplatte, das sieht man hier, vielleicht mit Ground verbunden, sodass das Modul gleich anfängt zu starten. Was vorhanden ist, ist ein gutes Datenblatt. Die Einschwingzeit ist hier bei 10 Sekunden angegeben, laut Datenblatt. Und wie gesagt, die Antenne hat keinen Kondensator. Das dritte Modul, was ich hier aufgebaut habe, ist das von Konrad. Das ist auch das größte Modul mit einer Fläche von 665 Quadratmillimetern. Kostet knapp 13 Euro. Die Versorgungsspannung geht auch hier hoch bis 15 Volt. Man hat auf dem Modul zwei Ausgänge, nämlich einmal das normale DCF-Signal und auch das invertierte Signal dazu. Was hier anzumerken ist, habe ich hier mal aufgeschrieben, das sehr schlechte Datenblatt. Und als Anmerkung nochmal, also zur Einschwingzeit gab es keine Angaben im Datenblatt. Weitere Angaben nochmal, es ist die größte Leiterplatte, aber es geht auch hier bis 15 Volt, dieses Modul. Das vierte Modul, was hier aufgesteckt ist, ist das von HKW Elektronik, ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Es ist ein Modul, was man zusammenkaufen muss, beziehungsweise man muss dieses Modul extra kaufen und auch die Antenne. Und da ist auch schon ein Vorteil, man bekommt also die Antennenstäbe, die Ferritstäbe in verschiedenen Längen. Das Modul ist allerdings hier auch das teuerste, also Ferritstab und das Modul zusammen. Es ist das teuerste, was hier angeboten wird. Und wenn man es kauft, dann muss man darauf achten, da kommt nochmal die Mehrwertsteuer rauf. Auch dieses Modul kann hier in dem Fall bis 12 Volt betrieben werden und hat einen Open-Collector-Ausgang. Es gibt noch einen Eingang, der nennt sich P-On. Der ist extern zugeschalten, einfach an Ground legen und dann startet das Modul. Das Datenblatt ist auch sehr gut und die Einschwingzeit ist sehr kurz. Hier nochmal als Anmerkung, es ist das teuerste Modul und die Bestellung oder wenn man es kauft, muss man praktisch die Leiterplatte und die Antenne separat kaufen. Das fünfte Modul, das ist von Pollin. Das ist zum einen das billigste Modul mit knapp 6 Euro und auch das kleinste Modul mit 165 Quadratmillimetern Fläche.
Es funktioniert allerdings nur oder kann nur betrieben werden bis maximal 3,3 Volt. Es hat einen gleichen Logikausgang und es hat auch einen Pin P-On zum externen Beschalten. Das ist alles noch nicht kritisch. Was jedoch kritisch ist, das habe ich hier aufgeschrieben, das Datenblatt ist leider falsch. Zum einen ist die Pin-Belegung falsch angegeben und zum anderen wird nichts angegeben, wie man den P-On zu beschalten hat. Und ja, das habe ich im Prinzip nochmal hier notiert. Die Einschwingzeit, da ist auch keine Angabe im Datenblatt. Ansonsten ist das Datenblatt eigentlich mal okay. Da sind, wie gesagt, diese zwei Fehler drin oder zwei Sachen, die unschön sind. Und noch eine andere Sache ist dazu, es gibt von dem Modul zwei verschiedene Typen. Ich habe die mal hier auch mitgebracht und will die mal kurz zeigen. Und zwar ist das sind diese beiden, die ich mal gekauft habe. Und wenn man sich die mal genauer anguckt, dann sieht man, die sind irgendwie spiegelverkehrt. Ja, ich halte ja die Platine jetzt so, dass man von oben rauf guckt. Also irgendwie ist das alles irgendwie spiegelverkehrt. Und das passt überhaupt nicht mit dem Datenblatt zusammen und das ist sehr ärgerlich. Ich habe also bei diesem Modul auch am längsten gebraucht, letztendlich um das irgendwie in Betrieb zu nehmen. Und das nur so als Anmerkung zu dem Pollin-Modul. Nach diesen technischen Angaben will ich mal kurz darauf eingehen, ob man die Module wirklich leicht in Betrieb nehmen kann. Dazu fange ich mal mit dem ELV-Modul an. Und werde mal da in das Datenblatt hier zeigen. Also das Datenblatt ist hier sehr ausführlich, muss man sagen. Man sieht zum einen hier die Platine von oben, wo man dann auch gleich sieht, wo die Anschlüsse liegen, also die Versorgungsspannung und der Signalausgang. Man sieht dann auch hier, wo die Antenne hingerichtet werden muss, damit man guten Empfang hat. Und man sieht hier sogar einen sehr detaillierten Stromlaufplan. Und man sieht vor allem hier den Open Collector-Ausgang. Und was muss man beachten beim Open Collector? Man muss natürlich so einen Pull-Up-Widerstand dort anbringen. Ich habe hier den mal gezeichnet. Also bei Modulen, wo ein Open Collector ist, vorhanden ist, wird der Collector über einen Pull-Up-Widerstand hochgezogen, sodass, wenn der Transistor schaltet, man hier wirklich einen High und einen Low bekommt. Hier auf dem Steckbrett, deswegen habe ich es hier nochmal gezeichnet, ist noch ein Operationsverstärker drauf. Drei Stück habe ich jetzt hier in dem Fall, wo man sieht, ich habe den nur als Impedanzwandler benutzt und habe eine Leuchtdiode rangeklemmt, um zu gucken, ob dann das DCF-Signal ankommt. Das Modul an sich hier von ELV lässt sich wirklich sehr einfach beschalten und ich will das einfach mal einschalten und dann schauen wir mal, ob das gut funktioniert und er schnell ein Signal bekommt. Das ist jetzt hier unten links die Leuchtdiode, die mal zu beobachten ist. Jetzt ist sie noch an und jetzt sieht man, sie fängt an zu blinken. Sie bekommt also das Signal. Was man hier sieht, da will ich nachher noch mal kurz drauf eingehen, dass dieses Signal sozusagen invertiert ist. So, ich werde das mal wieder abklemmen. Und als nächstes mal das Datenblatt von dem Reichelt-Modul nehmen. Auch das Datenblatt von dem Reichelt-Modul ist wirklich gut, sehr gut. Mit allen Informationen, die man braucht. Und auch hier die Anschlussbelegung. Ich habe ja das Modul jetzt so drin. Das heißt, ich habe hier auf der rechten Seite das Signal. Dann kommt Ground und UB. Dadurch, dass das Modul hier einen TTL-Ausgang hat, brauche ich also auch hier keinen Pull-Up-Widerstand einzubauen und der geht hier genauso ran. Das heißt, wenn ich jetzt hier das nochmal vergleiche, bei dem Reichelt-Modul fällt der hier weg, weil er keinen Open Collector hat, sondern gleich einen Logikausgang, wenn der Rest bleibt. Und wenn ich das jetzt mal einschalte, schauen wir mal, ob da was passiert. Leuchtdiode geht an und hier war ja die Einschwingzeit auf ungefähr 10 Sekunden laut Datenblatt angegeben. Und bei diesem Modul habe ich schon öfters festgestellt, dass das Einschwingen, wie man hier sieht, auch ein bisschen länger dauert. Ich weiß nicht warum. Also ich hatte es schon auf mehreren Steckbrettern mal drauf, in verschiedenen Ausführungen sozusagen.
Und das dauert hier immer ein bisschen länger. Warum das so ist, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schade. Also ich warte jetzt noch mal so lange, bis hier die Leuchtdiode anfängt zu blinken. Die 10 Sekunden sind ja nun längst vorbei. Jetzt fängt er an. Also er hat ungefähr eine Minute, glaube ich, schätze ich mal, dauert es, bis sozusagen hier das DCF-Signal durchkommt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe auch schon mal festgestellt, dass es manchmal gut war, also sehr schnell sich eingeschwungen hat, manchmal auch nicht. Warum das so ist, wie gesagt, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schade. So, das Modul will ich mal kurz abklemmen. Und als nächstes kommt das Konrad-Modul dran. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Datenblatt ist schlecht. Man sieht es hier, also ja, keine Angaben über die Antenne. Das ist hier auch eine sehr schlechte Zeichnung, weil man nicht genau weiß, ist es jetzt von oben oder was auch immer. Bei dem Konrad-Modul sind ja normalerweise Schraubklemmen dran. Die habe ich abgelötet, um das hier im Steckbrett zu platzieren. Also an sich ist es ein sehr schlechtes Datenblatt. Man sieht zwar hier die Anschlussbelegung soweit und auch den maximalen Strom, den man hier am Open Collector entnehmen kann, aber an sich ist es ein schlechtes Datenblatt. Gut, dennoch werde ich es jetzt mal anschließen. Also auch hier Open Collector heißt also zwei Pull-Up-Widerstände dort. Und ich werde es jetzt einfach mal hier anschalten. Ja, und man sieht also auch relativ schnell wird dort das Signal erkannt. Und man sieht jetzt eben auch, es sind zwei Ausgänge bei dem Konrad-Modul, ein invertierendes und ein nicht invertierendes Signal vom DCF und die blinken natürlich entgegengesetzt. Es ist allerdings so, dass man eigentlich das so nicht braucht. Also man braucht eigentlich nur wirklich ein Signal, denn wenn man das mit dem Mikrocontroller zum Beispiel auswertet, spielt es praktisch gar keine Rolle, ob das jetzt high oder low aktiv sozusagen ist. Notfalls dreht man das Signal softwaremäßig dann eben um. Also warum jetzt das Modul 2 Ausgänge hat, ja, schön, aber eigentlich braucht man es nicht. So, auch dieses Modul klemme ich erstmal wieder ab. Und als nächstes ist das Empfangsmodul das hier von HKW. Elektronik und da ist auch das Datenblatt sehr vorbildlich mit vielen Informationen über das gesamte Modul und natürlich auch eine vernünftige Zeichnung, wie das angeschlossen wird. Und auf der Rückseite von dem Datenblatt ist auch nochmal der Hinweis mit dem Pull-Up-Widerstand. Es gibt auch noch einen Eingangspin, dieser P-On, und den habe ich hier einfach erstmal auf Ground gelegt, damit das Modul startet. Man sieht, man kann auch hier meinetwegen das mit dem Transistor einschalten oder so. Habe ich jetzt nicht gemacht. Also und hier sieht man auch, das Signal ist natürlich dann invertiert aufgrund des Open Collectors. Aber wie gesagt, tolles Datenblatt. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn ich jetzt hier das anschließe, wie schnell er dort das Signal bekommt. Ja, und man sieht fast sofort, also nach 2, 3 Sekunden ist es da, so wie es auch im Datenblatt angegeben war, glaube mit 3 Sekunden. Genau, hier steht es nochmal. Hier die, wo war es? Hier die Einschwingzeit. 3 Sekunden. Es haut also ganz gut hin. Lässt sich auch sehr einfach in Betrieb nehmen. Pull-Up-Widerstand muss rein. Und damit funktioniert das ganz wunderbar. Auch dieses Modul klemme ich jetzt erstmal wieder ab. Und komme jetzt zu dem Poly-Modul. Da hatte ich ja schon gesagt, es gibt zwei verschiedene Typen, die irgendwie spiegelverkehrt sind. Und ich möchte mal ganz kurz auf das Datenblatt eingehen. Das macht erstmal einen ganz normalen Eindruck, wobei ein bisschen wenig Informationen vielleicht drin sind. Aber definitiv ist diese Zeichnung falsch. Und zwar ist der Ausgang TCO, das soll der Ausgang sein, ist mit P-On vertauscht. Also der dritte Pin ist der Ausgangspin und der vierte Pin ist P-On. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dieser P-On, da steht jetzt hier ein bisschen Information dazu. Der P-On gleich Ground, Empfangsmodul wird eingeschaltet und so weiter. Ich habe das probiert, also wenn man jetzt P-On direkt auf Ground setzt, das funktioniert allerdings nicht.
Hier unten steht auch nochmal eine andere Geschichte, nämlich beim Wechsel von Peon VDD nach Ground startet das Empfangsmodul. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass an dem Peon hier eine fallende Flanke sozusagen entsteht. Und das kriegt man nur hin mit einer RC-Kombination, beziehungsweise man kann natürlich auch einen Transistor da nehmen, der das dann einschaltet. Ich habe jetzt hier eine RC-Kombination drin, nämlich ein 10 μ und ein 10 Kiloohm Widerstand, so wie ich es hier mal aufgezeichnet habe. Ja, so habe ich das beschaltet, 3,3 Volt Ground, hier oben den 10 μ, da unten 10 Kiloohm, das heißt, wenn er einschaltet, ist der Kondensator nicht entladen. Ich habe erstmal hier einen High-Pegel dran und dann lädt sich der Kondensator auf, dieser Peon geht dann runter. Und damit habe ich eine fallende Flanke und das Modul startet auch. Die zweite Sache, die ja im Datenblatt, oder ja, die Sache, die mit den Anschlusspins nicht stimmt, ist auch folgende. Ich habe, wie gesagt, diese beiden Module. Bei beiden ist diese Vertauschung von TCO und Peon. Und was noch schlimmer ist, ist sozusagen, die sind also jetzt nicht spiegelverkehrt. Ich kann den also jetzt nicht so einsetzen, sondern muss den genau andersrum einsetzen. Was natürlich dann dazu führt, dass erst recht diese Zeichnung hier im Datenblatt nicht stimmt. Denn bei dem Modul, bei diesem hier, da ist es jetzt so, dass die Pin-Reihenfolge genau andersrum ist. Also hier ist VCC, Ground, Ausgang und Peon. Und das ist natürlich dann fatal. Ich habe also wirklich sehr lange dran gesessen, um das herauszufinden und was denn nun irgendwie geht. Und insofern war die Inbetriebnahme von diesem Modul leider, ja, es geht jetzt, aber es war doch etwas aufwendiger. Hier schalte ich nichtsdestotrotz ein und ja, und man sieht, hier blinkt auch sofort die Leuchtdiode. Das heißt, auch dieses Modul hat eine sehr kurze Einschwingzeit und funktioniert damit auch dann tadellos. Ich werde jetzt mal Folgendes machen bei dem Polin-Modul. Ich klemme nochmal die Versorgung ab und nehme jetzt mal ein anderes Modul, also den anderen Typ sozusagen. So war das ja drin. Und dieses andere Modul muss ich entsprechend jetzt, muss ich mir überlegen, so anschließen. Nee, genau, ich muss es so anschließen. So, und wenn ich jetzt hier einschalte, dann sieht man auch, da ist relativ schnell das Signal zu sehen. Bevor ich jetzt das Signal mal mit dem Oszilloskop sichtbar mache, möchte ich noch mal kurz auf die Ausrichtung der Antenne eingehen. Die erweist sich ja manchmal irgendwie als schwierig, obwohl es überhaupt nicht schwierig ist. Man sieht ja hier, ich habe alle Antennen hier in einer Richtung. Das macht natürlich auch Sinn, weil wenn ich jetzt hier die zum Beispiel so drehen würde, dann hätte ich einen wesentlich schlechteren Empfang. Also im Moment ist er noch gut, aber es kann durchaus sein, dass er dann doch schlechter wird, der Empfang. Man sollte also so ausgerichtet sein, hier in meinem Fall. Und die Frage ist, ja, kann man da irgendwie, wie kriegt man das raus? Und was ich dazu gemacht habe, ich habe einfach mal hier so eine Deutschlandkarte mir ausgedruckt. Ich zeige das gleich mal. Ich muss bloß das Steckbrett mal kurz wegnehmen. Der Ursprung dieses Signals, das kommt ungefähr hier in der Nähe von Aschaffenburg. Da ist Mainflingen, also in der Nähe von Frankfurt. Dort wird das DCF-Signal erzeugt. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Hannover bin, dann muss die Antenne so ausgerichtet werden, dass es dort sozusagen eine Verbindung gibt. Also ich habe hier so eine Verbindung zwischen Aschaffenburg und Hannover, so. Und dann muss die Antenne so ausgerichtet sein. Also 90 Grad dazu im Prinzip, zu dieser Verbindung. Das gilt für alle Orte natürlich, ne? Je nachdem, wo ich mich befinde. Und wenn man dann guckt, wo man da dort wohnt, in welcher Straße und wo dann wie der Tisch sozusagen, wo man arbeitet, oder wo die Antenne überhaupt hin soll, wie das ausgerichtet ist, dann kann man die relativ gut ausrichten und bekommt dann eigentlich auch in der Regel wirklich einen guten Empfang. So, ich werde jetzt mal das Steckbrett hier wieder zurück
schieben und dann das Signal einfach mal nochmal am Oszilloskop darstellen. Da muss ich das vorsichtig machen, dass mir die Antennen hier nicht abreißen. Die sind auch einmal sehr dünn angelötet, hier die Leitungen dazu. Und werde hier mal auch einfach mal alle anstecken, dass man auch nochmal sieht, dass die alle natürlich gleichmäßig funktionieren. Hier war auch noch das. Und hier. Und dann nach kurzer Zeit laufen die eigentlich alle los. Wie gesagt, hier bei dem Reichelt-Modul, das sieht man hier auch, warum das so ist. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt hier beeinflusst irgendwie, weil ich hatte es auch schon einzeln aufgebaut gehabt. Aber so sieht man eben auch, welches Modul positiv oder negative Impulse aussendet. Ich habe jetzt einfach mal hier am Ausgang da vom Operationsverstärker, da wo auf die Leuchtdiode rangeht, das Oszilloskop rangeklemmt und schwenke jetzt mal um auf die Sichtweise vom Oszilloskop oder auf den Bildschirm. Ich werde da mal reinzoomen. So sieht also das Signal aus. Und wichtig dabei ist ja zu sehen, dass die Pulsbreite unterschiedlich ist, also für eine logische 0 und logische 1 wird also die Pulsbreite genommen. Das Signal kommt jede Sekunde sozusagen exakt durch, bis auf eine Pause, nämlich in der 59. Sekunde. Und ich werde mal das hier auf Stopp machen, wenn die 59. Sekunde durchläuft, dann wird man das ganz schön sehen. So, ich habe mal das gestoppt und man sieht jetzt hier an dieser Stelle, also hier kommen immer die Pulse in sekundenweise sozusagen durch. Und es müsste eigentlich hier der nächste Impuls kommen. Der kommt allerdings nicht, denn das ist sozusagen der 59. Impuls und damit eine Kennung für die nächste Minute. Also nach diesem Verfahren wird ja hier das Signal für eine Uhr zum Beispiel dann ausgewertet. Also man hat verschiedene Längen, jede Sekunde kommt das Signal durch auf jeden Fall, aber die Pulsbreite, die muss man messen, eben 100 Millisekunden oder 200 Millisekunden und in der 59. Sekunde sozusagen, dort ist dann die Kennung, dass die nächste Minute danach beim nächsten Puls losgeht. Zum Schluss stellt sich natürlich die Frage, na, welches von diesen 5 Modulen nimmt man jetzt für seine Schaltung, und da hat natürlich jeder seine eigenen Präferenzen. Manche sagen, na gut, ich kaufe auf jeden Fall das Billigste, weil das funktioniert sowieso. Ich persönlich möchte eigentlich keinen Tipp abgeben, aber für mich ist eigentlich wichtig, dass das Modul, sag ich mal, flexibel im Spannungsbereich ist und auch einen Open-Collector-Ausgang hat. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man dann bei dem Ausgang natürlich das Signal so anpassen kann, wie man es braucht. Insofern kommt eigentlich nur das Modul von ELV, Konrad oder HKW in Frage. Vom Preis her ist natürlich das HKW am teuersten, allerdings finde ich persönlich das auch eine der besten Module, zumal ich da auch die Möglichkeit habe, hier den Ferrit mir selber auszusuchen, also die Länge, beziehungsweise welches Modul ich auch sehr gut finde, ist das von ELV. Weil es genau das ist, was man eigentlich braucht. Man hat die Spannungsversorgung und den Ausgang, Open Collector. Insofern, also ich schwanke sozusagen zwischen diesen beiden Modulen. Bei dem Konrad-Modul, das wäre auch noch eine Option, das ist mir eigentlich zu groß. Und ich brauche auch nicht 2 Ausgänge, eindeutig. Das sage ich jetzt einfach mal so. Bei dem Reichelt-Modul ist schade, dass ich nicht dahinter gekommen bin, sozusagen, warum der so lange braucht, da sich einzuschwingen. Ist auch vielleicht doof manchmal. Und wie gesagt, bei dem Poly-Modul, da bin ich am Verzweifeln gewesen, das überhaupt aufzubauen, dass es so funktioniert. Und das mit den 3,3 Volt nur, das gefällt mir eigentlich auch überhaupt nicht, weil dazu braucht man auf jeden Fall, wenn man jetzt zum Beispiel Mikrocontroller-Schaltung hat mit 5 Volt, auf jeden Fall noch einen Spannungsregler. Und auch mit dem P-ON, das ist eigentlich keine schöne Sache. Das sind allerdings nur reine Meinung und eine reine Meinung von mir. Welches man sich jetzt natürlich kauft, ist ja völlig egal. Man muss da selber sehen, was man da benötigt und ob man damit dann gut zurechtkommt. Und mehr brauche ich dazu gar nicht zu sagen.
Ja, und das war es mal wieder hier zu diesem Thema DCF-Antennenmodule. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.